das Geschäft von George im Gewirr der Straßen zu finden. George oder Jorge? So, dann gucken wir uns doch mal in diesem beschaulichen Kaff um. Das Wasser im Brunnen ist ganz sicher nicht trinkbar. Es stinkt bestialisch. Also wer auf die Idee kommt, das zu trinken, der muss einen an der Pfanne haben. Das Wasser im Brunnen... Na gut, also wir haben beide Statuen. Okay. Georges Trödelladen. Das muss der Laden sein, von dem François erzählt hat. Na, ich glaube nicht, dass hier so viele Leute George heißen und einen Trödelladen haben. An der Tür wurde eine Notiz festgemacht. Bin in Rosies Pub. George. Na gut, dann wollen wir doch mal weitergehen. Das sieht vielversprechend aus. Entweder ist niemand zu Hause oder alle schlafen tief und fest. Er stinkt nach Tequila. Das kann ich sogar von hier riechen. Er stinkt nach Tequila. Also ein bisschen Tequila wäre auch mal wieder nett. Habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Buenos noches. Buenos noches. Ich bin den ganzen Tag gereist und bräuchte etwas zu essen und zu trinken. Da müssen Sie woanders hingehen. Ich kann Sie nicht reinlassen, Senor. Ist der Pub geschlossen? Ich kann drinnen Stimmen hören. Natürlich haben wir geöffnet, aber nur für geladene Gäste. Ich will nur meinen Durst löschen. Ist das denn hier kein Pub? Kein Pub, Senor. Das ist ein ordentliches Restaurant, keine schmierige Kneipe. Ich habe genug Geld, wenn es das ist, worauf Sie hinaus wollen. Offensichtlich sind Sie hier neu. Deshalb werde ich Ihnen erklären, wie die Dinge laufen. Heute ist Pokernacht und nur Gäste, die persönlich von Signora Rosi eingeladen wurden, dürfen eintreten. Comprende? Kommen Sie also morgen wieder. Und wenn ich auch spielen möchte? Nur einheimische Spieler und ihre Verwandten dürfen rein und Sie kenne ich nicht, Signor. Also, wie wäre es, wenn ich Ihnen $30 gebe? Wie klingt das? Die Spieler geben mir dreimal so viel, um sicherzustellen, dass sie ungestört spielen können. Aber ich denke, es gibt da etwas, das sie für mich tun könnten. Ich höre. Sagen Sie Isabella, sie soll herkommen und ich werde eine Ausnahme machen. Das sollte ein Kinderspiel sein. Wo wohnt sie? In dem gelben Haus. Aber nehmen Sie sich vor Ihrer Mutter in Acht. Das ist eine wahre Furie. Okay, ich kümmere mich darum. Oh, dann müssen wir Isabella holen. Achso, okay. Dann müssen wir es von hier aus machen. So, Isa, wo bist du, Isa? Wer zum Teufel kann das wieder sein? Es ist nach Mitternacht. Was wollen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Und wer sind Sie überhaupt? Das ist eigentlich nicht wichtig. Ich habe eine Nachricht für Sie. Naja... Eher für Ihre Tochter. Was wollen Sie von meiner Isabella? José schickt mich. Er will, dass sie zu ihm kommt. José? Dieser Schuft? Dieser Lustmolch? Und was denken Sie, was er wohl mitten in der Nacht von ihr will, ha? Kaffee trinken. Sagen Sie ihm, dass Isabella so spät nicht mehr arbeitet. Sie schläft, wie jeder anständige Bürger. Aber ich schlafe gar nicht. Du gehst nirgendwo hin, verstanden? Was will denn dieser Gauner überhaupt von ihr? Hat er Ihnen das auch gesagt? Er sagte nur, dass er sie sehen möchte. Mehr nicht. Vielleicht will er mir das Geld geben, das er mir von letzter Woche noch schuldet. Zu allem Überfluss schuldet er dir also auch noch was, hä? In Ordnung. Reden wir Tacheles. Ich werde Isa herauslassen, aber erst müssen Sie mir meinen Mann nach Hause bringen. Bevor er alles versäuft, was er bei sich hat. Comprende? Moment mal, ich werde nicht für jeden hier den Botenjungen spielen. Naja, entweder bringen Sie ihn her oder sein Geld. Sonst wird Isa das Haus nicht verlassen. Sie müssen gar nicht so schreien. Ich bin Ihnen nichts schuldig, okay? Entschuldigung, Senor, aber dieser Mistkerl bringt mich immer wieder auf die Palme. Woran erkenne ich denn Ihren Mann? Ganz einfach. Er stinkt 100 Meilen gegen den Wind und wird wahrscheinlich nicht weit entfernt irgendwo herumliegen, dieser räudige Bastard.
Ich werde hier auf Sie warten. Gehen Sie endlich! Es ist auch schön, dass Sie hier die komplette King of Queens Synchronsprecher mit eingebaut haben. Das finde ich sehr cool. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Das wird wohl Ihr Mann sein. Hey Mann! Sein. Können Sie mich hören? Aufwachen! Aufwachen, verdammt! Hat keinen Zweck. Der schläft wie ein Toter. Er nimmt seine Brieftasche und fährt. Den kriege ich nicht so einfach wach. Ach. Okay, dann müssen wir wohl eine Sache machen, und zwar dieses Brackwasser hier aufsammeln. Tja, geht nicht anders, mein Freund. So, und rein damit. Was zum Teufel ist denn los? Ich habe versucht, Sie aufzuwecken, und anders ging es nicht. Mich aufwecken? Und warum, um Himmels Willen? Ihre Frau sucht Sie. Diese alte Drachen. Und darum wecken Sie mich so auf? Sagen Sie der verfluchten Furie, sie soll mich in Ruhe lassen. Naja, eigentlich ist sie mehr an dem Geld interessiert, das Sie bei sich haben. Schon klar. Sie liebt es, mich komplett zu rupfen. So sieht's nämlich aus. Geben Sie mir einfach, was Sie bei sich haben sollen, und ich bringe es ihr. Ich habe nichts. Ich habe heute Abend alles versaffen. Ja, es war eine gute Nacht. Sie hätten dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss in diesen Pub, aber der Türsteher wird mich erst reinlassen, wenn ich ein Mädchen namens Isabella mitbringe, die wiederum das Haus nicht eher verlassen kann, als bis ich ihrer Mutter das Geld gebracht habe, das sie nicht haben. Kapiert? Vielleicht. Das habe ich erwartet. Das hat doch alles keinen Zweck. Tja. Haben Sie wenigstens etwas Wertvolles? Geben Sie es mir und ich werde das Geld für Sie zahlen, damit dieser ganze Zirkus ein Ende hat. Ich habe aber nur das, was ich am Leibe trage. Oh Mann, gib von dem kann ich nichts erwarten. Dann buenas noches. Sie haben mir kein Stück geholfen. Wie Arsch. Toll. Dann werden wir wohl das Geld lönen müssen, wa? Oder auch nicht. Wo ist er jetzt? Er war so betrunken, dass er nicht mehr auf seinen eigenen Füßen stehen konnte, richtig? Ja, so könnte man es sagen. Aber ich habe das Geld. Was denn? Hat er es Ihnen einfach so gegeben? Da stimmt was nicht. Naja, wenn Sie es nicht wollen. Einen Augenblick. Das habe ich nicht gesagt. Geben Sie es her, oder ich rufe um Hilfe. Was? Ich kümmere mich um diesen verdammten Säufer und Sie? Ach, vergessen Sie's. Hier ist das Geld. Es ist mehr, als ich erwartet hatte. Das hat er bestimmt beim Poker gewonnen. Nur gut, dass Sie es hergebracht haben. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Danke, Fremder. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will wieder zurück in mein Bett. Muss morgen früh raus und zum Markt. Sonst verkaufe ich wieder nichts. Buenas noches. Gern geschehen. So, jetzt gib mir Issa. Oh. Kann die nicht mit mir kommen? Was ist denn da los? Hallo, kann ich jetzt auch? Mein Gott. Gut. Die Alte haben wir jetzt beglückt. Und jetzt können wir hier endlich rein. Hoffentlich. Ich habe getan, was... Sie hatten Glück, dass ihre Mutter schlief. Sie hat nicht geschlafen. Sie müsse mit Engelszungen gesprochen haben, um die umzustimmen. Etwas in der Art. Kann ich jetzt rein? Nein, können Sie nicht. Und warum nicht? Wir hatten eine Abmachung, oder nicht? Oh, eine Abmachung, Sie. Aber Sie müssen mich entschuldigen, Senior. Ich habe ganz vergessen, dass Sie eine Spielmarke für den Eintritt brauchen. Ohne kann ich Sie nicht reinlassen. Arsch. Heute ist doch Spielernacht. Erinnern Sie sich? Sie haben aber keine Spielmarke erwähnt. Ich werde Ihnen eine bringen. Aber wagen Sie es nicht, noch was zu vergessen. Jeder, der eine Spielmarke vorzeigt, darf rein. So will Rosie es. Mir egal, wo Sie eine herbekommen, comprende? Comprende.
Schön, dass du so mit der Mauer sprichst. Sehr gut. Ja, der wird wohl seine nicht mehr benötigen. Sie waren den ganzen Abend in Rosies Pub, was? Da können Sie Ihren Hintern drauf wetten. Was für eine Nacht. Dann haben Sie wahrscheinlich auch die Spielmarke für den Eintritt. Natürlich. Ohne die komme ich nicht rein. Würden Sie sie mir überlassen? Naja, sieht nicht so aus, als bräuchte ich sie heute noch. Da haben Sie wohl recht. Ach, zum Teufel, nehmen Sie sie. Schließlich haben Sie meine Schulden bezahlt. Und trinken Sie einen Tequila auf mich. Natürlich, mache ich doch gerne. So, jetzt aber. Schwachkopf. Ich habe die Spielmarke. Lassen Sie mich jetzt rein? Kein Problem, Senor. Willkommen bei Rosie. Viel Glück beim Spielen. Ja, ist klar. Spielernacht, alle total kaputt, tot und was weiß ich nicht. Oh, Issa. Issa. Möchten Sie etwas trinken, Senor? Nicht wirklich. Ich suche eher nach einer Unterkunft. Bieten Sie auch Zimmer an? Haben Sie über unserer Tür ein Schild mit der Aufschrift Vagabundennest gesehen? Das ist ein feines Restaurant, comprende? Ja, natürlich. Haben Sie jetzt ein Zimmer oder nicht? Ich bin hundemüde. Bestellen Sie einen Drink oder verschwinden Sie? Okay, das heißt dann wohl nein. Vielleicht kann ich ja bei Isa übernachten. Wo kann ich George finden? Er sitzt gleich da drüben, der durstige Mann mit dem leeren Glas vor sich. Sie können ihn nicht verfehlen, Senor. Folgen Sie einfach dem Tequila-Geruch. Danke. Wie wär's mit einem Tequila? Nicht jetzt. Tequila, Senor? Haben Sie außer Tequila noch etwas anderes? Okay. Wie wäre es mit einem Bier? Sie haben doch Bier da, oder nicht? Ist mein Tequila nicht gut genug für Sie? Es ist der beste weit und breit und hausgemacht. Ich hätte lieber ein gut gekühltes Bier. Ein richtiger Mann trinkt Tequila. Ich möchte mich nicht betrinken, sondern bin einfach nur durstig. Okay, ich sag Ihnen mal was. Warum gehen Sie dann nicht in eine Milchbar? Wirklich ein unbezahlbarer Ratschlag. Was ein Schwachkopf, okay. Na gut, mit Isa können wir auch nicht reden. Dann, oh, Nüsse. Nüsschens. Dann sprechen wir mal mit Jorge. Ich schätze, Sie sind neu hier, richtig? Das ist leicht zu sehen. Wollen wir zusammen einen heben? Nein, danke. Ich möchte jetzt nichts trinken. Mein Name ist Martin Holen. Ich komme aus Europa und bin auf der Suche nach einer Unterkunft. Wir haben einen gemeinsamen Freund, der mir sagte, ich solle Sie aufsuchen. Und wer ist diese Person, von der Sie da reden? François de Wilde. Ah, François' Freunde sind auch meine Freunde. Wie geht's denn meinem alten Kumpel? Darüber möchte ich jetzt lieber nicht reden. Schon klar. Ich habe schon ein paar Tequila-Intus. Aber morgen erzählen Sie mir von ihm. Abgemacht? Sicher, aber jetzt würde ich wirklich gern ein wenig schlafen. Ich bin seit über 20 Stunden unterwegs. Das sollte kein Problem sein. Ich habe ein freies Zimmer. Können wir dann gehen? Ja, warum nicht? Ich habe genug für heute. Gehen wir zu Bett. Folgen Sie mir. Da wären wir also. Ihr Zimmer ist oben. Es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird seinen Zweck erfüllen. Hier ist der Schlüssel. Danke. Wie viel schulde ich Ihnen? Ach, vergessen Sie's. Sie sind mein Gast. Danke. Ich werde geradewegs ins Bett gehen. Bis morgen dann. So schnell ging es. Okay. Ich speichere mal zwischendurch ab, würde ich sagen. So, dann schauen wir uns doch mal um. Das Regal ist voll mit verpfändeten Sachen. Das meiste davon ist unnützer Kram. Topmodell, ganz modern. Ein Museumsstück. Ich bezweifle, dass er noch funktioniert. Viele saftige Früchte. Später nehme ich vielleicht ein paar mit auf mein Zimmer. Na gut, dann sprechen wir doch mal mit ihm, sonst haben wir ja eh nichts hier zu tun. Hallo, haben Sie gut geschlafen?
Wie auf Wolken. Die Reise von Europa hierher ist mir endlos vorgekommen. Ja, das glaube ich gern. Was führt Sie eigentlich nach Mexiko? Das ist eine lange Geschichte. Und wie geht es François? Ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr von ihm gehört. Nun sehen Sie, leider, Onkel François weilt nicht mehr unter uns. Ach, das tut mir sehr leid. Wir waren so viele Jahre lang befreundet. Aber so ist das Leben. Jeder muss irgendwann einmal gehen. Ja. Warum haben Sie mir nicht sofort gesagt, dass Sie sein Neffe sind? Naja, ich hielt es nicht für den richtigen Zeitpunkt. Das ist wahr. Ich hatte gestern nur Tequila im Kopf. Danke, dass Sie es mir erzählt haben. Ich werde den heutigen Abend damit verbringen, an die gute alte Zeit zu denken. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie etwas brauchen. Ich habe in einem sehr alten Tagebuch etwas über den Tempel des Jaguars gelesen. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finden kann? Sie vergessen wohl, dass Sie mit einem alten Reisenden und Abenteurer reden, mein Freund. Natürlich kann ich Ihnen sagen, wo Sie den Tempel finden. Also, hören Sie gut zu. Aha. Verstanden. Tausend Dank. Nicht der Rede wert. So. Was hast du noch schön? Mein Onkel erzählte mir vom Tempel der Morgenröte. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Nein. Natürlich. Ich war zusammen mit François dort. Es scheint mir erst gestern gewesen zu sein. Haben Sie zufällig eine Karte? Hier. Ich werde Ihnen seine Lage einzeichnen. Folgen Sie der Straße nach Westen, dann bis zum Wasserfall am Fluss entlang. Sie werden ihn schon von Weitem sehen. Er thront hoch über dem ganzen Tal. Oh, das sollte ausreichen, um ihn zu finden. Wieso fragt er nach einer Karte, wenn er mir schon einen anderen Tempel angezeichnet hat? Also so ganz, naja. Es gibt nichts. Na gut, Ja, dann wollen wir mal los, ne? Sir ist ein Tourist, Sie? Ich habe alles für einen Tourist-Senior wie Sie. Alte Statuen und Talismane, alles sehr alt und echt. Natürlich. Sehen Sie sich nur um. Okay. Ich habe alles, was Sie sich vorstellen können. Oder möchten Sie lieber etwas zu essen? Nein, danke. Aber die Statue da drüben gefällt mir. Sie sieht alt aus. Woher haben Sie sie? Alles ist alt. Alles ist echt. Sie. Ich nehme sie. Was soll sie kosten? $30. Sie ist sehr alt. $30, Sie? 30 sind zu viel. Ich werde Ihnen 10 geben. $20. Die Statue ist echt und sehr alt. Sie? Okay. $20. Und ich schenke Ihnen dieses Pulver. Daraus kann man gutes Öl machen und es brennt großartig. Hier ist das Geld. Und behalten Sie das Pulver. Muchas gracias, Señor. Wieso nimmst du nicht das Pulver mit? Ich meine, du bist Abenteurer, Dumpfbacke. Ja, und das sage ich ja, der Typ, der hat keine Ahnung. Das muss man immer mitnehmen. Nur noch mehr Früchte. Ich meine, es ist Pulver, das brennt. Also es ist doch, ne, ein Novum der modernen Gesellschaft. Oh, hier, unsere Freundin hier, ne? Getrocknete Früchte, Gewürze und verzierte Vasen. Nichts für mich. Dann haben wir jetzt alles. Sie sieht alt aus, deshalb habe ich sie auf dem Markt gekauft. Naja, gut, dann können wir hier dann jetzt reisen. Nein, auch nicht, okay. Dann nicht. Nochmal mit George vielleicht sprechen. Shoshi? Ah, okay. Ich muss zum Tempel der Morgenröte, aber ich habe kein Transportmittel und zu Fuß komme ich auf keinen Fall dorthin. Ich habe draußen einen Jeep gesehen. Wissen Sie vielleicht, wem er gehört? Ich würde ihn gern mieten. Er gehört mir. Sie können sich ihn gern ausleihen. Allerdings ist lange niemand mehr damit gefahren. Ich würde gern mitgehen, wie in den guten alten Zeiten. Aber ich muss im Geschäft bleiben. Ich verstehe. Vielen Dank für den Jeep. Keine Ursache. Okay.
dann wollen wir doch mal dieses